Yo, Leute, herzlichen Dank mal wieder fürs Einschalten auf unserem Kanal. Kleinvieh macht auch Mist. Hat ein bisschen lang gedauert, hast du ja den Kanalnamen vergessen. Ja, danke fürs Einschalten, Leute. Heute endlich das USA-Video. Wir haben euch schon ein bisschen vertröstet. Zuletzt kam ja das IKEA-Video. Für alle, die es nicht gesehen haben, Leute, schaut es euch an, was wir da gefunden haben. Heute das USA-Video. Ich wollte euch mal zeigen, was ich so im Urlaub an Schnäppchen machen konnte oder auch nicht. Hab euch da viel mitgenommen oder viel Videomaterial mitgenommen, dass ihr da einfach mal auch mal einen Eindruck kriegt. Daniel wird auch was zeigen. Ich war auch nicht trost... Nee. Ich war auch nicht nur entspannt im Bett und hab... Nee, ich war auch fleißig. Ich sag irgendwas. So. Während ich im Urlaub war, sag. Während Patrick im Urlaub war, war ich auch ziemlich fleißig und war auf eBay Kleinanzeigen unterwegs, da man da auch relativ gut verdienen kann, wenn man schnell ist. Und beispielsweise hier seht ihr mal so ein bisschen, was ich so gefunden habe. Dazu kommt aber gleich nochmal mehr. Erstmal freuen wir uns auf die Sachen, Amerika-Videos. Genau. Also von mir kommt auch noch ein eBay Kleinanzeigen-Video. Leute, wir blenden euch nochmal das Bild ein. Dass ich euch jetzt immer so heiß auf dieses Bild mache, aber das kommt auch bald, das Video. Wir blenden es nochmal ein. Also ich glaube, das war der beste Fund, den ich 2019 gemacht habe. Leute, geduldet euch bitte noch, das Video kommt. Deswegen abonniert uns bitte, Leute. Es ist komplett kostenlos auf YouTube und ihr hilft uns wirklich richtig viel damit. Ich zeige euch erstmal die ersten Aufnahmen, Leute, vom Nintendo Store in New York. Viel Spaß. So Leute, ja, ihr habt gerade die coolen Nintendo-Aufnahmen gesehen, also mega geiler Store. Der Verkäufer hat mir sogar gesagt, das ist der einzige offizielle Nintendo-Store weltweit. Also kann ich gar nicht glauben, bitte verbessert mich, wenn es irgendwie falsch ist. Aber ja, ich habe den Verkäufer auch direkt gefragt, ob es nicht irgendwas Cooles gibt, was ich in Deutschland nicht kaufen kann, was irgendwie besonders ist. Ja, dann habe ich nämlich das hier gekauft. Die arme Tüte, es tut jedem Sammler und so leid, aber Leute, ich muss das ja irgendwie auch im Flieger mitkriegen. Ich habe nämlich eine Zelda Edition gekauft und habe die hier auch schon zu Hause selber in so eine Folie gemacht, weil ich die erstmal nicht verkaufen werde. Also ich zeige es euch mal, das ist die Zelda Dreamers Edition. Ja, und die gibt es einfach nicht bei uns in Deutschland so zu kaufen. Natürlich ist es auf Englisch, aber die hat mich jetzt $69 gekostet. Oh, klingt viel. Ja, klingt schon viel. Ich blende euch jetzt mal einen Preis ein. Also die geht allein jetzt schon weg für um die 90 Euro hier. Aber sowas muss man in meinen Augen wirklich stocken. Also erstmal wirklich in den Schrank packen und nicht verkaufen. Und ja, da werde ich, glaube ich, noch ein gutes Stück an Geld mitmachen. Ja, ihr habt die Aufnahmen gesehen. Was für ein geiler Store. Die alten Gameboy-Sachen, die alten, ja, was waren da noch, glaube ich? Da waren alle Spielkonsolen von Nintendo, waren da ausgestellt. Auch die Switch, wirklich alles. Und ihr habt ein paar Preise gesehen, das habe ich euch auch mal, wollte ich euch mal nicht vorenthalten. Also war schon ziemlich teuer, natürlich USA mal wieder, aber ich wollte einfach, dass ihr da mal einen Eindruck kriegt. Und ja, ich würde mal sagen, weiter geht's, Leute. So Leute, ich wollte euch ja nicht nur Spiele zeigen, sondern auch mal Klamotten. Ihr seht jetzt erstmal ein paar Aufnahmen vom Footlooker da. Das hat mich natürlich auch mal interessiert, wie so ein Footlooker da ausgestattet ist. Ich habe es leider nicht geschafft, in irgendwelche coolen Outlets so richtig zu gehen. Deswegen so die Schnäppchen habe ich nicht gemacht, wollte ich euch aber trotzdem mal zeigen. Ja, erstmal die Aufnahmen. Musik.
Also Leute, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe diesen coolen Champions-Pulli gefunden oder Sweatshirt. Habe ich auch noch nie so gesehen. Hast du den schon mal gesehen? Auch noch nicht. Richtig geil mit so einer Aufschrift hier hinten noch. Mega. Ich habe ihn auch nur genommen, weil er reduziert war. Ich finde, er war immer noch ganz schön teuer. Er hat nämlich $49 gekostet. Ihr habt es im Video gesehen und da habt ihr auch ein paar Schuhe gesehen. Ja, ich wollte ihn unbedingt haben. Hat auch nichts mit Reselling dann zu tun, sondern das behalte ich einfach für mich, weil ich den einfach cool fand. Erstmal kommen wir, glaube ich, jetzt mal zu deinen Sachen, was du gefunden hast auf Kleinanzeigen, was auch echt mega ist. Also, ich habe mich mega gefreut, als ich dieses Angebot gesehen habe. Und zwar hatte eine ziemlich nette Frau nur dieses eine Spiel zum Verkauf angeboten. Wario Land. Und dann habe ich sie gefragt, was ich immer mache, haben sie denn nicht noch andere Sachen da? Dann hat sie gesagt, sie hat auch noch dieses Spiel da. Also noch andere Sachen, die sie noch nicht online gestellt hat. Sie meinte so, ach, das wollte ich jetzt gerade online stellen, aber ich kann... Was hast du denn nicht schönes Adventure? Ah, Castlevania. Genau, dann Power Rangers. Und dann meinte ich so, natürlich haben sie doch bestimmt auch noch ein Gameboy dazu, wenn sie schon die Spiele hat. Und dann kam sie mit dem Gameboy hier. Dem Game Boy Advance in Pink. Game Boy Advance? SP. Sehr gut. Und die hat mich ja letztes Mal korrigiert oder hat mir den Tipp gegeben, ob ich sehe, ob der viel wert ist oder nicht viel wert ist an der Zahl, die hier hinten steht. Ich habe da genau jetzt hingeguckt, da steht leider 001. Zeigt das schon, dass die Leute das auch wissen? Wenn da 101 stehen würde, dann wäre der Preis des Gameboys fast 20, 30 Euro teurer. Okay, krass, das weiß ich jetzt auch mal, weil ich hatte ja letztens auch das Problem, dass ich nicht wusste, warum der einmal so weggeht und einmal wieder so. Und zu allem gab es dann auch noch die Box dazu. Den Gameboy gab es nicht. Da habe ich dann den ich schon mal auf dem Flohmarkt gekauft habe, reingemacht. Das sieht so geil aus mit der Box, muss ich wirklich sagen. Ne? Ja, und insgesamt habe ich für alle Sachen 27,50 inklusive Versand bezahlt. Krass. Und alleine der Gameboy geht schon weg für ca. 30 Euro. Preise sind unten wieder eingeblendet, Leute, damit ihr sehen könnt, für was die Sachen mal weggegangen sind. Dann dieses gelbe Wario Land geht weg für ca. 10 Euro. Ja. Power Rangers für 5, Castlevania für 10 und die Box für ca. 13 Euro. Insgesamt würde ich einen Gewinn von knapp 40, 41 Euro machen, womit ich sehr zufrieden bin. Ich habe da vielleicht 5 Minuten investiert. Hab dann schnell das Geld bezahlt über PayPal und schon waren die Sachen bei mir 2 Tage später. Mega geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. So Leute, weiter geht's. Jetzt sind wir beim GameStop angelangt. Meine Funde vom GameStop. Ich zeige euch erstmal ein paar Aufnahmen, damit ihr so sehen könnt. Ich habe sehr viele Videospielfreunde und unter euch sind dabei. Deswegen solltet ihr erstmal sehen, was so bei GameStop in Miami und New York, glaube ich, abgibt. Es waren 2. Viel Spaß erstmal mit den Aufnahmen. So Leute, ihr habt es gesehen, was da so ist. Die haben natürlich auch mega teure Preise und alle kennen die Klassiker von GameStop. Man wollte damals was verkaufen, gefühlt man hat 60 Euro fürs Spiel bezahlt. Nach 3 Wochen zahlen die dir 2 oder 8 Euro, also wirklich immer geisteskrank. Aber ich habe coole Sachen gefunden, mal wieder Sachen, die es glaube ich nicht so bei uns gibt, die ich jedenfalls noch nie gesehen habe. Wir fangen mal an, sieht schon geil aus, oder? Mit einem Super Mario Schreibwaren-Set. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich habe es noch nie gesehen. Hat $19 eigentlich gekostet. Ich hoffe, die Kamera kann das einfangen, wie oben $19 stehen. Ja, jetzt seht ihr es. Hier unten ist es leider nicht im ganz super Zustand. Es war auch das letzte. Deswegen habe ich halt nochmal nach irgendwie Discount gefragt oder nach irgendwie ein bisschen Rabatt. Und ich habe es am Ende wirklich für $12 bekommen, also was ja dann 9 oder 10 Euro ungefähr sind. Ja, hier ist ein Stift dabei, ein Notizblock. Hier ist auch schon ein bisschen was verschoben. Aber ich fand es mega geil, gerade für Leute, die halt so Mario feiern, so wie ich. Mega gut. Und wie geil sieht das bitte aus, Leute, vom NES eigentlich, ein Metroid, so ein Modell.
Ja, richtig geil, mit so einem T-Shirt sogar drin. Die waren auch komplett alle ausverkauft, bis auf noch hier das von Metroid. Man kann auf der Rückseite sehen, das gibt es auch noch vom Zelda und für, vom Super Mario, glaube ich. Und halt die Metroid-Variante. Ihr seht es gerade, $7, also $7, also kannst $8. Kannst du auch mal verlosen, $7. Du geisteskrank, ich freue mich da richtig drauf, mir das schön zu Hause hinzustellen, meine Sammlung. Das verlose ich, kommt auf die Kommentare an. Wenn ihr alle ausrastet in den Kommentaren, dass ich was verlosen soll, dann macht es, aber eigentlich sonst nicht. Verlost du doch mal deinen schönen Gamer-Case. Der steht bei mir super. Ja, das ist mir schon klar. also habe ich schon mal gesagt, für was. Ich habe natürlich auch mal geguckt, Leute, wir wollen den Fokus auf unserem Kanal nicht vergessen, wir sind ja Reseller, dass NES-Modul, das riesen NES-Modul, ist größer als Daniels Kopf und als meiner. Ja, geht mal so für 20 Euro allein jetzt schon weg, aber das werde ich natürlich auch nicht verkaufen. Und das Set habe ich mal gefunden für 26 Euro. Und wie gesagt, was habe ich dafür bezahlt? Ich glaube, ein Zehner. Also im Resale würde sich das auf jeden Fall schon mal lohnen. Habe ich einfach mitgenommen und ja, jetzt zeige ich euch mal ein paar Aufnahmen von so einem typischen Supermarkt, damit ihr da einfach mal einen Überblick kriegt. Viel Spaß! So Leute, ja, ihr habt die Aufnahmen gesehen von vom Supermarkt in den USA. Ich glaube, das war ein Supermarkt in New York, Target war es. Also ich hoffe, das ist auch so ein typischer Supermarkt. Da gab es so geile Sachen, allein was da an Süßigkeiten gab und Spielzeug, unglaublich. Ihr habt es in den Aufnahmen gesehen, auch Switch-Spiele. Da habe ich eigentlich mal probiert, dass ihr immer da Preise sehen könnt, dass ihr es einfach mal vergleichen könnt. Auch eine Switch Lite, also ihr habt es gesehen, Leute. Ja, ich habe da auch was gekauft, nämlich hier so eine Mario-Figur. Die fand ich ganz cool, war auch anscheinend mega beliebt. So viele waren da schon ausverkauft, nicht mehr viele waren da. Ja, hat Daniel will Musik da machen, okay. Ja, hat $9 gekostet oder $10 und ja, geht allein auf Ebay für 15 Euro jetzt schon weg. Sowas, finde ich, muss man auch auf jeden Fall noch behalten. Die werden auf jeden Fall im Wert noch steigen. Ja, was habe ich noch gekauft? Ich habe noch diesen coolen Pulli hier von Fila gekauft. Haben schon viele Freunde von mir gesagt, dass sie den echt feiern. Und für den Preis, also ich habe $25 bezahlt, mega geil. Also man kann schon Schnäppchen machen in den USA, natürlich kann man da Schnäppchen machen, nur ich hatte einfach nicht die Zeit dafür, mir so viel anzugucken, weil ich halt wie so eine kleine Rundreise gemacht habe. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da mal einen coolen Einblick mit vermitteln. Daniel hat auch ein bisschen was gezeigt von Kleinanzeigen. Man kann auch noch viel mehr mit Kleinanzeigen machen. Ja. Ich mache das gerade nur so mal, wenn mir langweilig ist, wenn ich mal Zeit habe, aber da finde ich oftmals wirklich geile Sachen. Und da kann man jetzt zu der Wintersaison, wo Flohmarkt wahrscheinlich jetzt nicht so geil wird, echt gutes Geld noch nebenbei machen. Da kommen aber noch ein paar Videos dazu, vor allem wenn er sein krankes Paket euch vorstellt. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, also bester Fund 2019, auch besser als alle Flohmarktfunde, die ich in diesem Video bringen werde. Aber ja, deswegen bleibt dran bei uns, abonniert uns bitte. Nächste Woche gibt es wieder ein Flohmarkt-Video, wo wir auch übelst geile Sachen gefunden haben. Vor allem habe ich da ein paar Vintage-Sachen gefunden, die ich so noch finde, aber ja, ihr werdet sehen, sagen. Nächste Woche. Und der Gewinner vom Gamer wird ausgelost. Ach ja, genau. So viel kommt, Leute, bleibt dran, seid fleißig und tschüssi. Viel Spaß, Leute. Ciao.